liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück zu Let's Play RimWorld. Wir haben hier noch die rotierte Rottenstammeskleidung, interessant. Und einen schäbigen Holzpanzer. Schön. Haben wir da noch ein paar Klamotten? Ja, wird jetzt erstmal alles ins Lager gebracht, dass wir auch ein bisschen in die Pölle kommen hier. Schön. Und hier kurz mal aufjagen, das Eichhörnchen auch. Vorne mit dabei, das ist schön. Dann machen wir doch mal hier bei der Produktion. Hier Aufgabe hinzufügen. Nehmen wir doch mal ein paar Parker. Okay, das ist die falsche Aufgabe für dich. Du brauchst, glaube ich, eher Konstruktion, dass du Gebäude baust, ne? Warum geht das hier? Was fehlt denn noch? Ach, jede Menge Stahl fehlt da noch. Okay. Dann müssen wir wohl irgendwie mal an Stahl kommen. Während der Nacht werde ich mal eben kurz gucken, ob wir hier nicht irgendwas im Gebirge finden, was so nach Stahl aussieht. Das hier ist alles Kalkstein, Schiefer. Sieht eher nicht so gut aus. Kalksteinwand. Ja. Ich glaube, da müssen wir mal handeln, wa? Anders kommen wir nicht an Stahl. Eigentlich ein Muffalo. Granitwand. Komprimierte Bauteile, was ist das denn? Ich würde sagen, da baue ich doch mal was ab hier. Haben wir noch was Schönes? So, Kalkstein. Komprimierter Stahl. Jawohl, ihr Lieben, das sieht gut aus. Wenig Nahrung, ja, ich weiß, da muss ich mich drum kümmern, und zwar gar nicht mal so undringend. Jäger ohne Fernkampfwaffe. So, Coriza, du bist eine Jägerin, hast aber keine Fernkampfwaffe, das ist natürlich mies. Gucken wir doch mal bei der Arbeit. Ich verjagen einfach mal weg, dann haben wir nämlich die Landung aufgeschafft. Was machst du denn hier drin, bitte? Ach, wir haben dich gezähmt. Ja, sehr geil. Können wir dich denn nicht irgendwie, wir können dich trainieren? Das ist ja geil. Ja, komm, dann trainieren wir dich mal hier ein bisschen. Wobei, bringt jetzt eigentlich auch nichts, ne? Wer ist jetzt eigentlich die glückliche Ach, die Aaron.
Jawohl, okay. Was? Wo? Nacktheit. Ah, warum ist denn nackt? Diese Kulissen sind nackt und springen. Gib ihnen etwas Kleidung. Ja gut, Inventar. Dann zieh dir doch mal eine Hose an. So. Gut, hast du Kleidung an. Scheren können, also ne, dass wir deine Wolle irgendwie haben, behalten dürfen und so, dass wir auch Kleidung machen dürfen. Was haben wir denn hier? Eichhörnchen. Wir haben diverse Ledersachen hier, okay. Würde ich sagen, was wir daraus machen können. Wir schauen einfach mal. Wenig Nahrung. Okay. Dann müssen wir noch einiges mehr jagen gehen. Und einiges mehr an Kräutern ernten. Himbeeren. Zack, zack, zack. Und ja. Sagen, wir schlachten dich mal, wir brauchen... Ah! Wobei, wir schlachten dich noch nicht, wir lassen dich leben bis zum Ende. Wie lange? Haben wir eigentlich noch Aufgaben? Einfach mal Mahlzeit, müssen wir mal machen. Na, endlich wird das hier mal fertig geworden. Wurde auch Zeit. Wunderbärchen? Genau, hier künstliche Sonne beleuchtet an der Fläche so stark, dass Pflanzen wachsen können. Hier benötigt sehr viel Strom. Schaltet sich bei Nacht automatisch aus. Okay. Da könnten wir die theoretisch... Na, das passt nicht so ganz optimal. Wenn wir die da hinbauen, dann können wir da eine Wand ziehen. Und können wir, wenn wir das Ding auch noch beheizen, dann können wir da auch einen Winkel, glaube ich, was anbauen. Ich würde sagen, versuchen wir es. So, dann machen wir das mal. Ich schau mal, wie es jetzt so geht. Schreckliche Baracke, ja gut, das stimmt nicht mal. Ich möchte bei Thunder schlafen. Ah, okay. Stört dann schlafen. Hose eines Toten, ja. Und wieder Schieferblöcke. Die lassen wir dann auch gleich groß. 2, 4, 3 und dann. So, Tür kommt dann. Ja, komm, Tür machen wir eine Holztür. Machen wir hier nämlich jetzt mal eine Stehlampe hin, anstatt dieser Fackel, weil das ist ja jetzt doch ein nicht ganz so zeitgemäß. So, und schon wird wieder fleißig aufgeladen, das ist schön. Und der Tag bricht an. Nahrungsmittel, die wir vielleicht bewegen können. Ich glaube, wir machen die Sachen raus.
zugelassen werden, sodass es entfernt viele Angreifer abschreckt. Nur die meisten sind gleich. Okay. Also, das darf auch gerne abgeerntet werden. Ich hab nicht mehr so viel Schiefer. Fällt mir gerade mal auf. Abbauen, dann bau doch einer bitte diesen kompletten Berg ab. Hitzewelle. Eine ungewöhnliche Hitzewelle begonnen. Achte auf Hitzschläge. Ja, gut. Guckt, dass ihr auch mal genug trinkt und so, ne? Nicht, dass ihr hier noch einen Hitzschlag bekommt. Zu wenig Nahrung. Risiko Zusammenbruch. Theresa bricht bald zusammen. Oh Gott. Ah, gut. Okay, das Risiko hat sich jetzt standardmäßig wieder erledigt. In einer elektrischen Leitung mit seinem Kurzschluss geführt. 3000 Watt in Batterien enthaltene Energie wurde in einer Explosion entladen. Ach so, okay, jetzt verstanden. Hier gab es einen Kurzschluss. Was macht denn das? Was denn so? Alles untätig. Das ist natürlich sehr schön. Vor allem, da ich hier noch einige Aufgaben verteilt habe. So, das brechen wir jetzt einfach alles ab. Thank you.
Alpaka des Todes ist natürlich da, um dich zu verteidigen. Das ist sehr schön. So, Stahl, wunderbar. Aber jetzt erstmal Bubu machen. Dann machst du hier gleich das Lämpchen an. Damit wir da auch mal einigermaßen mit klarkommen. Mit. So, die Forschung, die steht irgendwie gefühlt 1000 Jahre schon. Wer könnte denn noch forschen? Geistige Arbeit 2. Du hast 7 bei geistiger Arbeit, also gut, du hast 4. Du könntest theoretisch nicht forschen, du hast 0, ja. Toll. Okay, okay, okay. Wir müssen einfach mal schauen. Okay, das habe ich verstanden. Das habe ich auch verstanden. Das habe ich auch verstanden. Drogen verbrennen. Drogen können nützlich sein, aber auch gefährliche Abhängigkeiten erzeugen. Wenn du in deiner Kolonie ohne Drogen auskommen willst, hast du die Möglichkeit, sie in einem Lagerfeuer zu verbringen. Aha. Kleiner Passivrauch. Okay. Mir geht gleich echt die Nahrung aus. Das ist das hier. Das war's dann so mit meiner Nahrung. Schön! So, wir jagen mal ein paar Tiere. Und haben wir nicht noch irgendwo ein paar Büsche, die wir abernten können? So, hier hinten, da sind doch jede Menge. So, alles ein Rattelschatten hier. Auch schon ein Stück, schön. Ja, jetzt denke ich. Den Tutan kann ich auch mal direkt haben. Das auch. Schaut das hier aus. Das brauchen wir noch. So, das war's. Einmal ausziehen. Und du das. Oder, ne, du darfst das machen. Wobei du musst kriegen. Nein, du hast Langeweile, dann machst du das doch mal. Einmal ausziehen. Was? Toter Mensch? Ach so, du kannst kein Träger sein, ja sicher. Okay, dann begrabe ihn einmal bitte, dass wir den einmal loswerden. Das ist verlagert da. Rattenfleisch ist im Lager verdorben. Oh nein! Seltene Trumbos. Eine kleine Herde. Trumbos hat das Gebiet betreten. Diese seltenen Kreaturen sind von Natur aus friedlich. Allerdings können sie auch sehr gefährlich werden, wenn sie angegriffen werden. Aber einige Händler sind bereit, gutes Geld für ihr Leder und ihr Horn zu zahlen. Die Trumbos werden das Gebiet in ein paar Tagen verlassen. Okay. Haben wir einen Riesenvieh? Den behalten wir mal im Auge. Und wir könnten ihn. Also die Stimmung ist echt nicht gut hier gerade.
Was macht denn hier hinten das Abbauen? Ich glaube, wir brauchen einfach noch mehr Leute, die abbauen. Das. Bergbau. Da müssen einfach mal alle ran. Auch wenn das jetzt nicht so gut klappt, so wird unser riesen Vieh da unten. Ich muss mir noch überlegen, ob wir den wirklich jagen wollen oder nicht. Ich bin auch ein bisschen gut zu sehen. So, der spielt mit Hufeisen, das ist schön. Jede Menge Fleisch, und lass uns doch noch ein paar Mahlzeiten machen. Genau, du geh einfach mal durch die Gegend. Ein Schock durch Schmerz, okay. Ich brauche doch noch ein bisschen. So, Thunder hat sich vollständig erholt. Das ist super. Jetzt haben wir hier alles Kartoffeln, was. Also, wir haben jetzt alles hier beleuchtet, sodass wir überall genug Kartoffeln rauskriegen. Ach, ich sehe gerade, ich habe ein bisschen überzogen. Ich hoffe, das ist hier nicht zu schlimm. Ihr Lieben, wir gucken mal, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Ob wir dann endlich mal das zweite Schlafzimmer fertig kriegen, das wäre zu wünschen. Aber wir müssen einfach mal schauen, ob das klappt. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn ihr dabei seid. Also bis dann, ihr Lieben. Tschüssikowski.